Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens A Way Out. Ja, die mich schon länger verfolgen und auch meinen Twitch verfolgt haben, meinen Twitch-Channel, die haben das Ganze schon mal vor, ich weiß nicht, endlos langer Zeit als Stream gesehen. Ich werde es natürlich wieder nicht alleine spielen, sondern... mit dem Episode 1LP. Hallo zusammen. Ja, wir haben die erste Runde ja auch schon gemeinsam gespielt, nur das Problem bei Twitch ist ja, dass die Sachen leider nur einen Monat gespeichert werden und dementsprechend ja jetzt schon lange weg sind. Da haben wir uns einfach gedacht, wir nehmen das Ganze nochmal per Video auf und verewigen das quasi für die Ewigkeit. Das war doppelt, aber egal. ich drücke einfach meine Taste, ich halte jetzt die Klappe. Authentifizierung. Ist beigetreten. Yay, du bist beigetreten. Yeah. Da, jetzt kommt was. Habe ich das damals mit Tastatur gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja. Also ja, ich meine ja. Also ich könnte dann das Spiel starten. Ja, musst du sowieso, weil ich hab's ja nicht. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Nein, ich habe einen Käfer getötet. Wen möchtest du spielen? Ich würde sagen, wir machen das wieder so wie beim letzten Mal. Ich bin dann der Rechte. Ich bin Leo Caruso. Ich habe einen bewaffneten Raubüberfall gemacht, Körperverletzung und schwerer Diebstahl. 8 Jahre war ich in der Haft, davon 6 Monate habe ich schon verbüßt. Ich bin selbstbewusst, aufbrausend und sarkastisch. Soll ich noch die Vorgeschichte lesen? Die ist nicht so lang. Ich bin übrigens 36, schön. Ich habe mich um 2 Jahre jünger gemacht. Das passt übrigens auch gut, weil du bist nämlich der Ältere von uns beiden. Ich habe auch mehr auf dem Kerbholz. Also, Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. Ja, du darfst jetzt deins vorlesen. Ich darf meins. Ja, ich bin Vincent Moretti. 43 bin ich, ja. Das kommt ungefähr hin, ja. Ja, ja. Was habe ich begangen? Betrug, Unterschlagung und Mord. Ja, das ist natürlich richtig was. Ne? Und 14 Jahre Haft, auweia. Ich habe noch nichts abgebüßt. Persönlichkeit, rational, diszipliniert und zurückhaltend. Das kommt nicht so richtig hin, aber okay. Nach dem Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent seinen Job im Banksektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Warst du das zufällig? Hast du mich hineingezogen? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich kann nur zurück machen. Nein, du kannst auf E drücken. Ich kann auch E drücken. Und ich kann zurück. Der Epi. Verträumt, nachdenklich.
Und er weiß nicht so genau, was auf ihn zukommt. Der Knast. Der harte Männerknast. Ruckelt das bei dir gerade auch so ein bisschen? Nee, es geht. Ja, ein bisschen zuckelt's. Und das bin ich. Die Gameplayerin als Mann. So, aber ich muss mal eben eine Sache kurz ausprobieren. Warte mal, bleib mal eben stehen. Du sollst stehen bleiben und dich nicht drehen. So. Zack. Zack. Die Frage ist jetzt... Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Du kannst die Musik nicht ausschalten, ne? Nee, aber die ist sehr leise. Die ist auch okay. Ja, aber dann... Naja, so leise ist sie nicht. Ich gehe mal auf 68. Aber dann hört man die Stimmen, wenn die reden, halt nicht so gut. So, also ich habe gerade versucht, die Musik mal auszuschalten. Aber leider, leider, leider geht das nicht. Ein Graus für jeden, der Let's Plays macht. Achso, mit E? Okay. Gehen wir mal hier durch. So. Gucken wir uns mal die Jungs an, die hier am Prügeln sind. Hau ihm die Fresse ein. Da kommen die Gendarmen. Echt, wie so diese französischen Gendarme mit ihr knüppeln kann. Achso, die Süße. Du siehst das ja auch, ne? Ich kann nicht mal reden hier. Ich sehe es ja. Wieso bewegst du dich jetzt hier von alleine? Hallo? Darf ich auch was machen, bitte? Hey, are you okay? What do you want? Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but we'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Wie kann ich denn hier... Ah, okay, Okay, so war das. We're not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude. I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax. I'm just trying to toughen you up. Oh, man. I'm not the tough type. No shit. You don't get it, man. We're fucked in here. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't make it easier. I know. So, ich geh mal in den Zellenblock B. Mach das mal. Wo ich nicht weiterkomme, weil hier alles zu ist. Warte mal, ich quatsch mal mit dem Kerl hier. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Ja, meine auch. Warum? Why is that? Well, I got beat up. All my shit got stolen. Ich unterschreib hier nix. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, thank you for support, asshole. Anytime. Come here now. Ja. Also, ich werde mal hier oben so ein bisschen Ausschau halten, weil ich kann mich da noch dran erinnern. Ach, guck mal, da unten kommst du. Hallo, kann ich winken? Hallo. Hier oben rechts bin ich. Hi. Lass mich rein, ich will den verprügeln. Der hat mir meine Dame weggenommen, meine Jugendliebe. Ich beobachte dich jetzt mal von hier oben, weil ich glaube, ich kann mich da dran erinnern, dass du da irgendwas Lustiges dann gemacht hattest. Ich muss irgendwie alles abgeben. Ja, nein, genau. Ich zieh mich nicht aus. Ich weiß noch vom Stream, ich will jetzt nichts vorausnehmen. Deswegen gucken wir uns einfach mal links so die Zähne an. Beim Epi. Das wird jetzt hier auch noch entschärft. Also, so geht das aber nicht hier. Kann doch gleich alles sehen. Nix, nix. Du siehst den Schatten höchstens. Ja. Mehr wird nicht. Guck mal, da kommt er. Mehr gibt's nicht. Da läuft da der Nackedei hier. Ja, das ist ein Strammer, wa? Das weiß ich nicht, du drehst dich ja nicht um. Guck mal, da hängt doch alles. Also ich kann jetzt... Hast du ein kleines oder ein großes Bild von dir? Ja. Jetzt sehe ich was, okay. Aber ich sehe von dir oben gar nichts. Was geht? Mit G kannst du dich anscheinend beschweren oder so, ich weiß es nicht. Vorne noch. Lass sein. Kannst du dich nicht bewegen? Nee, bewegen kann ich. Ich kann mich nur drehen ein bisschen. Warum machen die das eigentlich auf deinen Rücken und nicht ein bisschen tiefer? Ich denke, die wollen die damit ärgern.
this enough? Kannst dich echt nicht bewegen? Nee, nee. Ist ja doof, wenn man hier die ganze Zeit nur zuschaut. Weil ich kann hier oben nichts machen. Ich glaube, du musstest erstmal deine Duschaktion da zu Ende haben und dann kam ich hier oben weiter oder so. Ja. Zumindest aber möchte ich jetzt sehen, wie du gleich wieder rauskommst. Das genießen die halt auf jeden Fall, dieses Abduschen hier, ja, ja. Ja, ja, die Wärter, ja. Ja. Isn't this enough? Das da muss ich vielleicht jetzt doch irgendwas machen hier. Ach nee, ich kann mit dem Wärter reden noch. Arme hoch, nicht bewegen. Ja, ich bin clear. Vielleicht musst du erstmal was machen, damit ich hier rauskomme hier weiter. Ja, jetzt. Warte mal, ich will dich aber sehen, wenn du da unten rauskommst. Da hängt er! Da hängt er einfach so rum! Und ich bin schon trocken wieder. Du bist schon trocken, du glänzt doch noch. Achso, jetzt bist du... Och, nee, ne? Alter. Wo gehst du hin? Aber ich glaube, da unten konnte ich dich jetzt nicht mehr sehen, oder? Nee, du bist jetzt guck komplett mal, woanders. Die haben alle schön das da vorgestellt. Ja, aber alle sind Allah. So... hallo? Achso, ich soll da... Nee. Verdammtes Arschloch, genau. Ich setz mich mal hin. And this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Dankeschön. Any other questions? Hey! Good. Lass mich in Ruhe! Break it up. We're done. Now. Du glatzköpfiger Kobold, du! Ich gehe hier raus. Ja, so geht das aber nicht hier. Jetzt hat mich hier gerade einer angegriffen. Ah, guck mal, da unten sitze. Hi! 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 Ich sehe doch deinen nackten Hintern. Moment. Ach, da bist du, Ego. Ja, da oben hier in der Treppe habe ich gestartet. Du bist ja direkt weitergegangen. Guck mal, da unten sehe ich dich noch. Hihihi, guck mal, dreh dich mal um. Hi. Hi. Soll ich mal eben mein Gepäck wegnehmen? Ah, die gehen da oben. Ja, ich komme da hier entgegen. Ich teile doch mit dir die Zelle. Ach nee, ich teile mit dir nicht die Zelle, oder? Nee, ich soll aber hier hochgehen. What's up with you? Meditation, man. Meditation? Geh weiter, du Arschbacke. Du siehst nicht frei aus, genau. Ich bin hier derjenige, der eine große Fresse hat. Anziehen. Ja, hallo? Nix zensieren hier? Siehst du doch 49. Bist du doch ein bisschen noch wenigstens jünger gemacht worden. Nee, du sollst zumachen, 49. Du bist die 49. Nein, deine Zelle ist die 49. Scheiße. Ich glaube, ich scheiße erstmal hier rein. I don't know, man. Ist auch kaputt. Irgendein Weiße. Ey, ich habe keine Toilettenspülung. Danke für das Update. Stimmt, ich glaube, wir kannten uns doch gar nicht, oder? Hey, relax. Nee. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Mich haben sie jetzt ja einfach wieder älter gemacht, Sauerei. Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Ja, wenn schon so ein Spruch mitten im Knast kommt, das ist nicht gut. Was meint er denn mit da hinten? Der Typ, der da so komisch hockt, oder? Hey, Arthur, willst du mit mir reden? You okay? No. Not okay. I'm so depressed. I can't sleep. You should do something that'll get you in solitary. Really? And why the hell would I do that? It's nice and quiet there. If you can't sleep there, you can't sleep anywhere. What are you, nuts? I'll lose my mind in solitary. No pain, no gain, man.
Ach, ich bin über dir. Ach so, da unten lungert der Kerl rum, okay? Ja, ich guck mal das jetzt hier erstmal an. Was können wir denn überhaupt machen? Ah, guck mal. Da, wir sind doch gut durchtrainiert hier. So, first day at school? First day at this school. I've been to other schools. I bet you have. Take a look around. If you see any ladies, let me know. Oh, er macht hier Training hier. Ja. I'll let you know the second I see one. Hey, that's mighty neighborly of you. Komm, die 10 schaffst du noch, Junge. Ja. Wie, ich muss mich steigern. Ich wollte doch nur die 10 machen. Guck mal hier, hier gibt's auch noch was Feines. Oh, das schaffen wir doch. What's the matter? You guys seem upset. Of course we are. They took the damn ball again. Hm. Kein Basketball. The pain in the ass guards. Who else? Why don't you ask them to give it back? We got a new fish here. Yeah, we do. Have you tried? Komm, dann schaffst du noch. Okay, listen, schaffst du noch? Why don't you come back to us in a couple of weeks so we really understand how the guards run this place. Ein paar Wochen bin ich gar was nicht mehr macht drin. Ihr hier? Was macht die denn hier? Leute? Das sieht irgendwie pervers aus bei dir. Whoa, what's going on here? Well, he's a chiropractor. He's gonna fix my neck. What's going on? Chiro what? It fixes people up, snaps things back into place, you know? Are you looking for trouble? Does it work? Yeah, man. Are you sure it isn't just a way for him to get some close physical contact? What? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait. What do you mean, huh? What do you mean? Well, never mind. I'll leave you to it. All right. Thanks. Hey, was meine ich wohl damit? Naja. Ich weiß aber wieder, was mich so extrem genervt hat bei dem Spiel, dass du diese scheiß Musik nicht ausstellen konntest. Ey, die greifen mich an, wo bist du? Was machst du? Ja, ich durfte nicht dahin. Tumult auf den Grund gehen, du sollst mir helfen. Warte, ich komm mal rüber. Aber die lassen mich nicht hier durch. Oder doch? But he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Werde ich. Ständig muss ich hier die Prügel einstecken. Mach doch mal was. Hey, what the hell? What are you doing? Come on. Go, Dragon Man. Kill him. Huh? Take him down. You idiot. Come on, motherfucker. Was muss ich denn? Also du musst. Achso, linke Maustaste. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Hä? Fuck you! Was war das denn? Das war mein Tod! Come on, motherfucker. Du hast mich nicht beschützt! Rechts, rechts! Links! So macht man das. Hau ihm die Fresse breit. Hi. Hi. Das war unser erster Körperkontakt, Schatz. Ah. Sollen wir gleich gemeinsam duschen? Nein, kontern! Hilfe! Kontern? Okay, kontern können wir auch. Ja, ich wollte erst zuschlagen, aber das, ich sollte kontern. Also, die hauen sich dauernd auf die Fresse, ne? Aber da kommt nicht ein Tröpfchen Blut irgendwo mal raus. Also, so ganz realistisch ist es ja nicht. Ja. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Keep moving! Yeah, yeah.
Stay the hell away from me, okay? Ja, Schatz, halt dich von mir fern. Ich weiß, du bist ich bin der Badass. Ja.